Ja, hier auf dem Kometenplatz im Walsum tritt heute die Polizei ins Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern, informiert die Bürgerinnen und Bürger auch. Und jemand, der da maßgeblich dran beteiligt ist, steht jetzt neben mir. Das ist nämlich Martin Messer. Er ist Kriminalhauptkommissar bei der Polizei Duisburg und steht mir jetzt Rede und Antwort. Herr Messer, hier auf dem Kometenplatz, heute bei doch gutem Wetter, stehen Sie und treten ins Gespräch. Erklären Sie es doch mal gerne genau, warum stehen Sie heute genau hier? Wir stehen heute hier, um die Bürger zu befragen, mit ihren Sorgen und Nöten ernst zu nehmen, einfach zu hören, wo sind diese Sorgen und Nöte und deren Fragen zu beantworten, was man in bestimmten Situationen machen kann, die uns hier so beschrieben werden. Welche Probleme haben Sie bis jetzt beschrieben bekommen von den Bürgerinnen und Bürgern? Also es geht vielfach um Kinder und Jugendliche, die sich auffällig verhalten in der Form, dass sie abends, teilweise auch in späten Abendstunden, Ball spielen und laut sind. Und das geht also so in der Regel dann in diese Richtung hier. Und die Leute fragen uns dann, was sie dann machen können, an wen sie sich wenden können. Und da versuchen wir denen so ein bisschen Aufklärung zu geben und dadurch Hilfe zu leisten. Jetzt war der Kometenplatz in der letzten Zeit ja auch medial ja, einem großen Interesse unterlegen, sage ich mal. Aber die Probleme, die Ihnen jetzt hier geschildert wurden, würden Sie sagen, die sind spezifisch für den Kometenplatz oder sind das Fälle, die Sie auch an anderen Orten in der Stadt beschrieben bekommen? Also grundsätzlich kann ich wirklich sagen, das sind Probleme, die uns hier angetragen werden, die wir an anderen Informationsständen genauso hören. Und da sehe ich hier keinen Unterschied. Wenn es jetzt auch um die Präventionsarbeit geht mit Jugendlichen, wie sieht es denn da aus? Also gibt es da jetzt spezielle Ansätze, die man verfolgen könnte, um hier diesen Beschwerden dann auch entgegenzutreten und vielleicht zu verhindern, dass es ja in der Zukunft zu nächtlichen Ruhestörungen oder Hausfriedensbruch auch kommt? Also wenn es sich wirklich um Straftaten handelt, dann hat man die Möglichkeit dann zu überprüfen, haben die Jugendlichen, die dann diese Straftaten begangen haben, vielleicht schon eine kriminelle Karriere hinter sich, in welchem Alter sind die überhaupt noch zu erreichen, und dann gäbe es durchaus auch Möglichkeiten, mit den Jugendlichen dann zu arbeiten, um eben zu verhindern, dass sie weiter straffällig werden. Wie sieht dann die Arbeit bei Ihnen bei der Polizei aus? Machen das quasi Sie von der Polizei alleine oder treten Sie dann auch zusammen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen? Also wir bei uns, bei der Kriminalstelle Kriminalprävention Opferschutz, haben also ein Projekt Kurve kriegen, wo beispielsweise Jugendliche, die sehr oft in Erscheinung getreten sind, dann betreut werden durch Sozialarbeiter. Aber das sind eigentlich auch nicht in der Regel nicht die Kinder und Jugendlichen, die hier auf dem Platz irgendwo spielen und Fußball spielen oder irgendwie so laut sind, sondern es ist eigentlich auch eine andere Qualität. Aber auch da kann man halt gucken, wenn das so Jugendliche sind, dass man dann auch mal darüber schaut, ob man da vielleicht die schon im Programm hat und dann mit denen besonders arbeitet. Was würden Sie denn sagen aus Ihrer beruflichen Erfahrung auch im Bereich der Jugendprävention? Hat sich da die Situation in letzter Zeit verschlimmert, verändert, jetzt auch durch Corona vielleicht? Vielleicht wurden Institutionen auch geschlossen, wo Jugendliche hingehen können. Haben Sie da was festmachen können, eine Veränderung vielleicht? Nein, da habe ich gar nichts festmachen können. Ich denke, das ist das, was jeder auch beobachtet, dass eben Jugendeinrichtungen geschlossen werden oder teilweise gar nicht mehr vorhanden sind, dass es für die Kinder und Jugendlichen schwierig ist, einen Platz zu finden, wo man in Ruhe Fußball spielen kann. Das ist, glaube ich, ein Problem, was wir schon seit vielen Jahren haben. Das heißt, da wäre dann auch nicht nur die polizeiliche Arbeit gefragt, sondern es ist eine gesellschaftliche Aufgabe letztendlich dann auch, oder? Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und da sehe ich auch mehr die Stadt in der Verantwortung, dass eben dafür gesorgt wird, dass eben solche Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Und das ist keine Aufgabe, die wir als Polizei haben. Heute ist es nicht der einzige Tag, an dem Sie hier stehen. Sie werden nächste Woche auch nochmal hier sein. Wie geht es denn jetzt hier weiter mit dem Beratungsstand? Also wir werden den Beratungsstand, so wie er heute hier ist, auch nochmal aufbauen, weil man hat ja dann doch zu verschiedenen Zeiten auch verschiedenes Publikum. Jetzt haben wir Ferien, Dienstag sind keine Ferien mehr und dann erwarten wir also auch, dass wieder andere Leute kommen. Es geht nicht jeder jeden Tag zum Markt, sodass wir also sehen oder glauben, dass da auch andere Leute dann kommen und das Angebot wahrnehmen. Mit den Informationen, die Sie heute jetzt hier sammeln von den Bürgerinnen und Bürgern, wie verfahren Sie jetzt damit weiter? Geben Sie dann an andere Dienststellen weiter? Was passiert damit? Also wenn es sich wirklich um Straftaten handelt, die jetzt auffällig wären, dann würden wir da auch natürlich entsprechend das mitteilen. Wir werden da auch im
jetzt im Kollegenkreis auch noch mal drüber sprechen. Und wenn es dann wirklich dazu kommt, dass wir sagen, also das muss weitergegeben werden, dann geben das auch an geeignete Stelle weiter. Dann bedanke ich mich vielmals für das Interview. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg hier im Gespräch. Vielen Dank, Herr Messer. Danke sehr.